Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Los Forestos. Ich bin's, euer Max Deus und wir sind auf Holzjagd. Ich hoffe, die Ureinwohner, die da hinten waren, kommen jetzt nicht auf die Idee, uns jetzt hier zu attackieren. Denn wir brauchen Holz und Stöcker. Da. Licht brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir machen wieder zwei Stöcker. Oh, der Baum. Ich habe nur gesehen, dass sich da irgendwas schnell bewegt hatte. Und den hier. Den nehmen wir auch noch mit. Irgendwie, ich muss aber auch sagen, dieser Platz wird immer gruseliger für mich persönlich. Umso mehr Bäume hier nachwachsen. Hallo Bambi. An sich ist es gut, dass hier die Bäume wieder nachwachsen. Aber andererseits, da haben die Ureinwohner wieder Platz, sich irgendwie vorbeizuschleichen. Wieder mit dem Wind los hier. Ja, also da haben die wieder quasi mehr Spielraum, sich an mich anzuschleichen und mich dann so hinterrücks zu attackieren. Obwohl, die kündigen sich meistens eh mal vor, indem sie so schreien, so dieses typische Geschrei von denen halt. Wir kriegen wieder auch Hunger. So, der ist essbar, der ist noch frisch. Wir nehmen den hier und legen den da drauf. Hab jetzt ein beide drauf getan. Egal, dann essen wir beide. Dann essen wir halt beide. Ja, ich habe beide aus Versehen reingetan. Warte mal. Ne, das machen wir lieber, wenn wir da hinten sind. Ja, erst das fertig. Nice. Naru? Irgendwie wäre es gut, wenn man auch das Fleisch, das man hier sammelt, irgendwie so räuchern kann oder so, dass es länger haltbar ist.
Aber immerhin haben wir auch Notfall, sollten die gleich wieder attackieren oder so. Den Spielplatz schon aufgebaut. Nice, wir haben wieder 10 10 Höcker. Fällt mir genau auf den Wagen. Die größere Angst, vor der ich jetzt hier eigentlich habe, ist, was wenn jetzt einer von diesen größeren Monstern hier jetzt auftaucht? Fallen die auf die Dinger rein? Wenn jetzt zum Beispiel so ein Bosen-Jonas oder Muschiklaus hier kommt. Oder dieses ganz, ganz große Monster, was wir in unserer etwas längeren Special-Folge hatten, das fast 4 Stunden lang ging. Ging doch fast 4 Stunden. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das halt so lange ging. Da habe ich die Sorge, dass die Verteidigungsanlagen hier gar nicht funktionieren werden. Und dass wir dann tatsächlich wirklich Mann gegen die Dinger da antreten müssten. Wir nehmen den Baum. Ja, du musst auch treffen. Jo, da habe ich wieder einen Ruckler. Hält auch noch in die falsche Richtung. Geil. Die Baumstämme waren für einen kurzen Moment frei. Das ist ein Bambi. Bambi kann ich nicht so aufheben wie die Baumstämme. Noch zwei Bambis. Die werden gleich Zeuge, die zwei sich sparen. Oder nicht? Ist eh nicht jugendfrei, also nichts für eure Augen. So, wir haben den hier auch wieder voll. Und dann düsen wir dahin. Hallo? Ah.
hingen an dem Baumsturm. Nice. Und glaube ich jetzt noch 3 Bäume, die ich fällen muss. Und den Rest lassen wir ja halt im Wagen. 3 Bäume, das ist nicht mehr viel. Feier ich gerade extrem, wie schnell wir jetzt mittlerweile mit den Baumstämmen hier fertig werden. Ich würde sagen, wir nehmen die beiden hier. Ja, hier wird sogar 5 Baumstämme geben, vermute ich. Der hier würde wahrscheinlich nur 2 geben. Nehmen wir wahrscheinlich den hier. Hier rollt uns einer davon. Aber manchmal ist es aber auch echt schwer, die Baumstämme hier zu sehen, wo die hinrollen. So, und den müssen wir wieder so darüber schleppen. Wo ich richtig Schiss hätte, wenn ich jetzt mich selber da auch noch fangen könnte, aber mich selber dann nicht mehr befreien und dann kommen die Ureinwohner. Das wäre richtig bitter. Ich weiß jetzt nicht, ob das möglich ist, ich will es aber auch nicht rausfinden. Mit den beiden Dingern wohl her. Ich weiß, eines davon hatte ich ja mal vor einigen Folgen ausprobiert, wo wir das gebaut hatten. Ich weiß jetzt nur nicht mehr bei diesem Seilding oder bei welchem anderen. Da kommen sie schon auch wieder. Und gehen die zum Spielplatz? Nö, die laufen an uns vorbei. Okay. Kommen aber auch genau in dem Moment, wo wir eigentlich damit fertig sind. Passt. Müssen die nur aufladen hier. So, und dann heißt es jetzt für uns, wir können zurück, weil wir was getrunken haben, natürlich.
Essen wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich freue mich, sobald das Ding dahin fertig ist. Vor allem, es sieht jetzt auch schon sehr, sehr krass aus, finde ich. Wenn man das von hier sich anguckt. Oder was sagt ihr? Sieht schon krass aus. Ja, ich freue mich auch schon, sobald wir hier das Dorf gebaut haben. Und davor die ganzen Verteidigungsanlagen. Dann haben wir da am Dorf hier, beziehungsweise an der Dorfmauer, Stadtmauer oder wie man es dann in dem Fall nennen würde, eine unbegrenzte Möglichkeit, an Knochen ranzukommen. Und die Knochen würde ich auf jeden Fall da oben, sobald wir die Mauer ja erhöhen, gerne haben wollen. So als so eine Art Zaun. Da sind schon wieder ein paar Sachen am Blinken. Na, und das Ding müssen wir auch noch fertig machen. Der Seite. Aber egal, wir fangen ja zuerst da oben an. Erst da oben und dann das da. Den Turm. Und unsere Hauptbasis ist hier oben das Wichtigste. Ah, wir fahren das Ding mal so da drauf. So, und sitzt. Nice. Jetzt können wir ganz entspannt die Dinger hier aufladen und hier abladen. Wir fangen aber von hier hinten an auf jeden Fall. Dann bin ich gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Wie weit wir in der heutigen Folge damit kommen. Klar, es werden wieder ein paar Wände voll sein, auf jeden Fall. Frage ist nur, wie weit, wie viele Wände kriegen wir damit voll? Dann kommt den hier dann als nächstes. Ja, Mann. Regnet. Das sind ja immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 7 waren, glaube ich, 49. 49 Baumstämme. Das wären immer so, ja, eigentlich immer 9 Wände. 9 Wände? Ja, 9 Wände wären das. Und einer immer so halb fertig. Beziehungsweise bei einem fehlt dann halt ein Baumstamm, damit er fertig ist. Aber an sich, quasi jedes Mal, wenn wir vollgeladenen Moos hier haben, kriegen wir fast 10 Wände mal durch. So, den machen wir jetzt auch noch.
Hier fehlen uns noch zwei. Dann geht es weiter nach oben. So, aber als allererstes immer die Außenwand. Und es wird dunkel. Nice. Wie jetzt schon abends? Hab ganz spät, ganz schnell Nacht. Ist ja fast schon so wie aktuell in Real Life. Da wird es auch richtig, richtig schnell dunkel, finde ich persönlich. So, wir machen jetzt diese Wand. Und sobald wir die haben, diese beiden, drehen wir uns den Arsch ab. An sich, ich finde es geil, dass... Hallo? An sich finde ich es geil, dass jetzt wieder öfters mal regnet. Jetzt den hier. Jetzt müssen wir wieder runter. Und dringend wärmere Klamotten. Regnet es noch? Ah, wir haben wieder genug Blätter, dann können wir das hier machen. Egal, wie schnell geht der Mond jetzt wieder. Da hat er erst Nacht geworden und schon ist es schon so weit oben. Habe ich hier aus Versehen was an der Zeit rumgedreht oder so, dass es schnell irgendwie Tage und Nächte umgehen oder... Wohl kann ja nicht sein. Ich hatte ja eine Einstellung, das Einzige, was ich da gemacht habe, war halt zum Abreißen, so dass Gebäude zerstört werden können und mal nicht zerstört werden können. Mehr habe ich da, was Einstellungen angeht, ja nichts gemacht. Ich habe für The Forest auch keine Mods installiert oder sonst was. Das Spiel ist eigentlich an sich genauso, wie ich das auch von Steam mir runtergeladen habe. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Scheint aber, dass der Mond irgendwie heller geworden ist. Guck mal, gleich ist schon die halbe Nacht um. Verstehe ich irgendwie gar nicht. Ich muss mal zwischen den Folgen mal schauen, so dass wir die Tage und Nächte mal ein bisschen länger machen, vielleicht. Dass wir da irgendwie so was einstellen können. Wäre auch an sich ein bisschen praktischer. Also meiner Meinung nach persönlich finde ich das wäre einfacher. Machen wir jetzt die Wand hier fertig. Hä? So greift er auch immer wieder nach einem Seil.
So, wir haben wieder Hunger. Natürlich. Nach unten essen. Wir müssen hier ja nach ganz unten. So. Ja, halbe Nacht ist auch schon wieder um. Essen ist fertig. Einmal zwei Baumstämme hier freihändig getragen. Ich habe aber mittlerweile das Gefühl, den längsten Auftrag, den wir jetzt haben werden in diesem Game, sind tatsächlich diese 377 Stöcke zu sammeln. Weil Stöcke ist das Problem. Ich weiß ja nicht, ob man dafür auch eine Tasche irgendwie bauen kann oder so. Für Stöcker. Extra so eine Stocktasche. Aber da wir ja nur 10-mal Holz, also Stöcker mit uns schleppen können, müssten wir tatsächlich 38 Mal jetzt noch hin und her schippern, nur für Stöcker. Und halt diese Stöcker sammeln. Und das Schlimmste ist ja noch, das sind jetzt erstmal nur die Stöcker für den Vorraum hier zum Zwischenlagern. Wir brauchen noch mindestens dieselbe Menge, wenn nicht sogar mehr, für die richtigen Lager oben. Denn wir haben da oben, das hier ist ja nur das Zwischenlager. Und dann wollen wir weiter hinten, so ungefähr auf der Länge von diesem Turm da, dem mittleren, bis ganz hinten hin, so zum Eckturm. So nur halt eine Etage tiefer, ja. Wollten wir ja einmal für Rohstoff und einmal für Waffen ein Lager hinstellen. Und die Dinger brauchen ebenfalls Stöcker. Das finde ich interessant hier, aber egal. Dies hier ist alles ja nur provisorisch. Hauptsache, wir überleben erstmal, muss ja nicht schön sein. Soll dann so eine uneinnehme Festung sein gegen die Ureinwohner. Hier wird es egal sein, wie groß die Monster sind oder wie stark. Hier kommen die nicht rein. So, nice. Den ersten Durchgang haben wir hier sogar fertig. An der Mauer. Und hier wird ja noch ein Turm hinkommen. Beziehungsweise das wird ja noch ein richtiger Turm sein. Hier wird hier noch einmal so drumherum gehen. Und dann noch weiter oben, dass man bis ganz nach oben auf den Turm hin kann. Hätte noch da rausgehen können. So, dann machen wir den hier fertig.
So, und dann brauchen wir noch was zu trinken. Jo, hier sind wir. Dann. Ah. Aha. Glaube, das Wasser auf 100%. Aber hier haben wir jetzt gar nichts mehr an Wasser. Ich hoffe, ich habe jetzt aber auch keinen Mist gebaut, dass ich so viel jetzt hier reingepackt habe. Digga, die Nacht ist schon gleich vorbei. Ey. Was ist denn das? Die Nacht ist schon gleich vorbei. Wir haben die ganze Nacht jetzt nur hier aufgebaut. Kann nicht sein, dass wir jetzt auf einmal so lange brauchen zum Bauen. Ja, gleich geht die Sonne wieder auf. Wir haben gar nicht geschlafen. Das heißt, da hinten wachsen keine Bäume mehr nach. Und das ist ja das Traurige, wir brauchen ja die Bäume. Und wie hier das alles aufbauen können. So, den haben wir jetzt fertig. Nice. Und den hier müssen wir noch. So. Jetzt letzter Baumstamm. War die ganze Nacht jetzt mit Bauen verbracht. Unglaublich. Aber nice, dass die Abschließen auf jeden Fall hier in der richtigen Seite sind. Hier kommt man jetzt nicht mehr durch. Und hier kommt man auch nicht mehr durch. Egal von welcher Seite. So, jetzt gehen wir aber runter. Noch eben ganz schnell was essen. So. Wie ich sehe, sind wir auch schon jetzt gleich bei 35 Minuten. Also wird auch Zeit, dass ich dann auch gleich für heute mal beende. Da ihr in den letzten beiden Tagen ja nur so um die 20 Minuten Folgen bekommen habt, gibt ihr heute auch mal eine etwas längere. Also so das, was ihr auch in letzter Zeit sich euch eher mehr dran gewöhnt habt, das, was in letzter Zeit war, waren also eher auch hauptsächlich so 30 bis 40 Minuten Folgen. So, dann war das ja auch jetzt mal so zwei Folgen mal wieder, so wie es richtig sein sollte, so eigentlich 20 Minuten Folgen. So. Aber ich verabschiede mich jetzt auch erstmal für heute bei euch. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ciao.